Nach der Landtagswahl in Thüringen, da gab es ein Problem. Es reichte nicht für Ramelow und nicht für den anderen. Doch da, wo zwei sich streiten, da gibt's auch immer einen, der auf demokratische Gepflogenheiten scheißt. Mit einem Hinterzimmertrick gewann ein Mann die Wahl, mit Stimmen von den Rechten, doch das war ihm egal. Ja, so wurde Thomas Kemmerich Ministerpräsident. Bis hierhin klingt es jämmerlich, doch es gab ein Happy End. Aber erstmal gratulierte ihm Bernd Höcke zu dem Coup. Die linken Chefin warf ihm die Blumen vor die Schuh. Die FDP, die sagte da, wir haben von nix gewusst. Und Merkel rief aus Afrika, jetzt ist aber mal Schluss. Und Cowboystiefel Kemmerich verlor sein falsches Spiel. Er blieb 3 Tage länger nicht, und das waren noch 3 zu viel.